Hallöchen, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Vigor im Zwergforst. Ja, heute machen wir es wie auch in der vergangenen Folge. Wir konzentrieren uns nicht allzu sehr auf die Aufgaben. Es gibt nur eine Aufgabe, die ich gerne machen möchte heute, und zwar müssen wir da 100 Nägel erbeuten. Das sollte, denke ich, machbar sein, einfach wenn wir ganz normal spielen. Gut, ich denke, wir machen da jetzt gleich erstmal hier rüber über den Fluss. Gehen dann dort hoch zu der Scheune, aber erstmal dort hinten diese eine versteckte Ecke noch angucken. Der ist ja meistens nochmal was bei einer Brücke. Da liegt ja nochmal wie so eine Art kleines Lager unten. Ja, dort sehen wir es schon. Das meine ich. Gut. Einmal hier rüber machen. Gibt es da drüben auch nochmal Nahrung? Nein, schade. Wäre nämlich schön gewesen. Hätte es doch jetzt nochmal dort was gegeben. Denn wir brauchen natürlich wieder sehr, sehr viel Nahrung fürs nächste Mal mit unseren, ja, Spenden und so weiter. Und wir haben diesmal den Signaldetektor dort. Ja, ich denke, wir werden bestimmt gleich einen Gegner irgendwo sehen. Wir gehen mal vorsichtig hier vor. So, ein paar Messerteile, die nehmen wir mit. Jetzt vorsichtig mal hier rumbewegen. Okay, hier ist einer. Dort bei dem Container, glaube ich. Wo ist er jetzt hin? Das ist die große Frage. Hört sich eigentlich mehr nach dort hinten an. Ach, na super, das hat mir jetzt auch noch gefällt. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön und sehr knapp. Ich wundere, dass er mich nicht getroffen hat. Bin ich ganz ehrlich. Gut, einmal warten, bis das jetzt hier grün wird, damit ich mir dann mal kurz die Positionen angucken kann von anderen Spielern. Und dann geht's weiter. Erstmal hier noch das verbleibende Zeug mitnehmen. Sehr schön. So, jetzt müsste es eigentlich auch gleich grün werden wieder. Weil der hat das ja schon eigentlich vor einer Weile aktiviert schon. Gut, jetzt ist grün. Links von mir. Da drüben ist einer. Da drüben ist einer, dort unten ist einer. Wo ist denn der, der da drüben ist? Da, wo ihr herguckt, wir ziehen weiter. Wir ziehen weiter. Ich denke, wir machen hier hinten lang bei dem einen Haus, was da hinten lang ist. Dieses versteckte Gebäude. Das machen wir weiter, denke ich. So, Moment, das muss ich auch noch anziehen. Sehr schön. Wir haben doch dann eigentlich einen ganz guten Start bisher so. Nur hat halt jetzt gerade ein bisschen viel Zeit uns gekostet, wie ich finde. Dieses
ja, Versteck aufs Spiel gefasst, um es mal so zu nennen. Ja. Und Zeit ist ja bekanntlich kostbar hier in Vigor. Im normalen Regelfall ist es ja so, mit der Strahlung und so weiter, bis die da ist, sind es meistens so 13, 15 Minuten. Dann kommt die Strahlung nämlich. Weil ich das weiß, ja, ich kann es halt sehr gut abmessen. Weil ich weiß, dass die meisten Runden ich ungefähr bei der 15., 16. Minute rum verlasse. Deswegen. Deswegen im Groben eigentlich immer eine Viertelstunde. Gut, jetzt gucken wir mal hier nach Beute. Bisschen Metallteile. Jetzt gucke ich mal weiter, wie ich hier weitermache. Ich denke, ich mache dann hier rüber auf die andere Seite zu dem Fischerdorf. Ich denke, so viele Orte gucken wir uns dann leider hier in der Runde gar nicht mehr an. Mal gucken. Müssen wir einfach mal sehen. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal hier nach drüben. Weil der Anfang hat uns halt gerade wirklich sehr viel Zeit gekostet. Trotzdem schönes Zeug eigentlich schon mal so weit eingetütet hier. So, zum Fischerdorf komme ich ja dann, wenn ich jetzt hier einfach weitergehe. Jawohl, hier in der Region war wirklich noch niemand. Schöne Sache. Mal gucken. Ja, Stand jetzt haben wir halt sehr viel Dünger, Chemikalien. Naja, was ist sehr viel? Sehr viel ist übertrieben. So, die Pistole habe ich mal durchgeladen. Die eine übrig gebliebene Kugel haben wir weg. Damit ein Platz dann nochmal bleibt hier im Inventar. Sowieso muss ich gestehen, war ich auch vorhin schon am Überlegen, soll ich vielleicht noch dieses Sturmgewehr weghauen. Ich denke jetzt erstmal nicht, aber vielleicht, falls wir noch was anderes finden. Weil das nutzt die gleiche Munitionsart wie das, was ich jetzt habe, gerade ausgerüstet als Gewehr. Wäre, würde ich eher nochmal lieber eine andere Waffe bevorzugen, die eine andere Munitionsart nutzt. Hier erstmal vorsichtig sein. Deswegen laufe ich mal lieber langsam. Okay, der Abwurf kommt jetzt schon. Dann müssen wir uns langsam beeilen. Weil dann kommt doch bald die Strahlung. Das ist natürlich gar nicht gut, weil ich habe mir nämlich eigentlich gedacht, ich gehe vielleicht noch zu dem Supermarkt, der hier in der Nähe noch ist. Also dem Einkaufsladen, wo die vielen Autos noch draußen stehen und so weiter. Das hätte ich mir eigentlich nämlich noch gedacht, dass ich dort noch hingehe. Moment. Nee, ist das Wasser. Ich dachte gerade, ich höre da was laufen durch den Schnee. Gut, das Haus ist dann soweit durchsucht. Dann kann es jetzt weitergehen. Vielleicht hier oben auf dem Weg nochmal gucken. Weil da gibt es ja manchmal auch nochmal Treibstoff und sowas. Und so nur eine Seite. Wenn ich hier lang gehe. Lauf, 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 lauf. Ich denke, ich werde es jetzt nochmal probieren, gleich zu dem Laden zu gehen.
gleich von oben erst noch mal kurz das Gelände angucken, aber sonst so, ich denke, wir gehen dort jetzt gleich noch mal hin. Ich will mir nur erst noch den Ort von hier oben noch mal angucken. So mache ich es ja eigentlich meistens hier bei der Karte. Gut, dann geht es jetzt hier runter. Vielleicht wenigstens noch was probieren, bei den vorderen Autos mitzunehmen. Aber ansonsten so muss ich halt auch noch mit betrachten. Ich muss dann auch langsam los. Die Tür dort steht, glaube ich, offen. Also hier wurde schon gelootet. Hier drinnen wurde was übrig gelassen, schön. Ja gut, und dann ziehe ich jetzt, denke ich, weiter. Nur auf die kleinen Stellen hier plündern hier. Ja schön, ist auch noch ein bisschen was zusammengekommen. Strahlung wird jetzt bestimmt auch gleich losgehen. Hier haben wir auch noch mal ein paar Autos. Ja, das gefällt mir natürlich gar nicht. Ja, da habe ich jetzt einfach nur mal Pech gehabt hier. Lauf, 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 lauf. Ja, jetzt beginnt die Strahlung. Jetzt gleich hier. Da bin ich doch genau zum richtigen Zeitpunkt hier hochgelaufen. Von wo kommt die Strahlung aus? Weil wenn, dann würde ich nochmal hier kurz hochgucken wollen. Nur nochmal hier zu dem kleinen Lager. Strahlung kommt genau von hier. Gar nicht gut. Ja, oder? Ja, Strahlung kommt genau von hier. Ja, dann doch direkt dort hochlaufen. Weil das bedeutet nämlich, ich laufe der Strahlung genau entgegen. Und das ist ja bekanntlich ganz und gar nicht gut. Deswegen schnell zum Ausgang hier. Hier war da einer ausgeschaltet beim Ausgang. Ich habe zwar keine Vögel gehört, aber ich will gerade mal lieber vorsichtig sein. Ich bewege mich mal hier noch ein bisschen mit. Klar, wir hätten wenn dann die Vögel hier gehört, aber trotzdem. Vielleicht auf hoher Entfernung mit einem Sniper, wer weiß das schon. Gut, schöne erste Runde auf jeden Fall. Die Nägelaufgabe haben wir weit vorangebracht hier. Wir haben 73 Stück schon gefunden. Da fehlen jetzt nicht mehr so viele, bis die Aufgabe geschafft ist. Schön, und da sind wir jetzt auch hier schon in unserem zweiten Spiel, in unserer zweiten Runde. Jetzt hier in der zweiten Runde sind wir hier gespawnt, wo wir eben abgehauen sind. Also wo wir die Runde verlassen hatten, weg so. Jetzt gucken wir mal kurz, wo kommt nachher die Strahlung? Die Strahlung kommt nachher von oben. Ich denke, wir machen jetzt hier vorne lang und dann dort unten bei meinem Lieblingsgebäude. Das wird jetzt so im Groben vielleicht die Route. Ob wir das dann schaffen, spielt natürlich noch eine ganz andere Rolle. Ja, kann natürlich auch sein, dass ich nachher woanders hinwegrennen muss oder so. Wer weiß das schon. Aber gut, jetzt machen wir erstmal hier vor. Und bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Runde jetzt auch so verlaufen wird. Auf jeden Fall wäre der Tresor auch ein extrem leckeres Ziel, wie ich finde. Der ist ja auch hier in der Nähe. Also der wäre definitiv auch ein mögliches Ziel für mich. Jetzt erstmal hier vorsichtig sein. Hier wird 100% ein anderer auch noch mit sein.
Ich war's hinter mir. Da war gerade was zu hören. Da war gerade einer hinter mir. So viel kann ich sagen. Dort vorne. Aber gut, ich will eh erstmal den Supermarkt hier. Hallo, nimm das dort mit. Ach, dann eben nicht. Den gibt es leider auch nichts. Rrr. Rrr. Leer. Kurz sitzen bleiben. Ich will mal kurz hier die Gegend angucken. Karte, hier hinten wäre dann der Tresor. Unter hier. Gut. Wo? Da oben. Da oben. Ich weiß nicht, ob wir probieren wollen, den auszuschalten. Würde ich aber jetzt schon eigentlich gerne probieren. Haha. So, das war meine Rache. Weil du mich gerade bescheuert, ja, befeuert hast. Gut. Gut, ich denke, wir ziehen dann jetzt weiter direkt, oder? Ja, aber man muss ganz klar sagen auch, das war gerade Glück, dass er uns nicht ausgeschaltet hat. Er hatte eigentlich eine gute Chance. Ich denke, sein Fehler war einfach nur, dass er die Sniper genommen hat. Ich meine, er hat noch eine Pistole gehabt. Ich denke, die Pistole wäre da besser gewesen, auf mich damit zu feuern. Klar, eine Pistole macht jetzt nicht so viel Schaden wie die Sniper. Aber ich glaube grundsätzlich, es wäre besser gewesen auf der kurzen Distanz. Oh no, ich bin voll. Ja, jetzt muss ich das noch ein paar Sachen wegschmeißen. Und vorsichtig gleichzeitig noch sein, denn ich will ehrlich sein. Ich fühle mich eigentlich gerade in dem Haus nicht so wohl, weil ich wundere mich, warum gibt es hier Beute, weil hinter mir war vorhin eigentlich einer, der genau in dieser Region hätte sein müssen. Na gut, dann ist er scheinbar nicht hier reingegangen. Weil alles lässt man ja nun auch nicht unbedingt stehen an Beute. Gut, jetzt muss ich mal gucken. Die Pistole tun wir weg, die eine. Hier denke ich die Messerteile. Ja, und ansonsten vielleicht noch ein Pistolenteil und das, wo wir halt nur ein Teil haben für jeweils die unterschiedlichen Waffen. Die anderen Teile würde ich halt eigentlich gerne aufheben, weil wir haben ja oft genug so Probleme manchmal mit solchen Aufgaben, dass da uns dann fast alle Teile ausgehen. Ich rede von diesen Aufgaben, wo es heißt, stelle 5 Gewehre her oder sowas halt. Mit diesen Sachen rede ich gerade. Gut, und da jetzt gerade sich alles ein bisschen geändert hat mit der vollen Tasche und so weiter auch, denke ich, mache ich jetzt hier hinten bei der Walddeponie lang, dann bei der Brücke und dann hier unten hin beim Signaldetektor und so. Eigentlich wollte ich noch zum Tresor, aber ich habe ja jetzt schon eine volle Tasche hier. Na, wir sehen es ja hier. Voll, mehr oder weniger. Ich könnte noch die Sniper-Munition wegtun, das wäre noch eine Idee. Weil die Sniper werde ich wahrscheinlich eh nicht nutzen. In der Runde hier.
Weil dann kann ich das ja einfach so machen. Nachladen die Sniper. Dann ist ein bisschen Munition drin. Und die restliche Munition wegschmeißen. Ui, jawohl. Das gefällt mir. Sehr schön. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Haben wir eigentlich schon die Nägelaufgabe geschafft? Ich glaube nicht. Das waren jetzt gerade alles nur Metallteile und so, die wir hier gefunden haben. Also wir brauchen auf jeden Fall auch nochmal Nägel. Weil viele fehlen uns da ja eigentlich gar nicht mehr, um die Aufgabe zu schaffen. Deswegen hoffe ich mal, dass jetzt hier auf der Route noch solche kleinen Behälter sind, wo Nägel drin sind. Aber eigentlich sind hier ja meistens solche Behälter noch hier zum Beispiel. Ja, okay. Die Aufgabe wieder vorangebracht. Sehr schön. Wieder sehr schön. Fehlen nur noch 9. Der Abwurf kommt jetzt auch schon wieder. Viel Zeit haben wir da dann jetzt wohl nicht mehr so langsam. Hier ist nochmal Nahrung drin. Damit sind wir aber bestimmt auch fast voll. Hier hoch könnten wir nochmal klettern, auch wenn ich das nie mag. Mag ich überhaupt nicht, so eine kleine Leiter hochzugehen. Immer extrem unsicher fühle ich mich da. So, das setzen wir mal hier hin. Und weiter geht's. Immer weiter so langsam Richtung Ausgang. Jawohl, hier die Autos haben auch noch ein bisschen Beute. Komm, gib mir doch Nägel. Dann bräuchte ich am besten hier nochmal so einen roten Behälter. So ein kleiner roter Behälter wäre dann nicht verkehrt. Wenn da jetzt hier nochmal einer rumliegen würde. Und wir müssen gleich noch den Signaldetektor aktivieren, um die Position von den anderen zu sehen. Die Runde läuft ja eigentlich schon eine ganze Weile und mich wundert, dass ich eigentlich noch gar nicht angezeigt bekommen habe, dass jemand den Signaldetektor benutzt hat. Das verwundert mich nämlich ein wenig. Gut, vorsichtig erstmal hier rein. Das Haus sieht an sich leer gelootet aus. Da drüben. Nein, das war nur eine Tonne. Ich dachte gerade, das ist ein kleiner roter Behälter. So, jetzt ganz kurz die Position angucken, während ich hier reingehe. Hier unten soll niemand mehr sein. Dann könnte ich dort drüben bei der Farm noch mal gucken. Hinter mir, dort hinten kommt dann nur einer. So langsam. Das bereitet mir nur ein wenig Sorgen. Aber ja, der Bereich hier wurde gelootet. Und oben ist offen. Ah, wäre schön, wenn der hier irgendwo noch ein paar Nägel übrig gelassen hätte. Der hier war. Weil ich meine, er hat an sich etwas ungründlich gelootet, ja. Dort der Dünger und so. Das war schon nicht ganz gründlich hier.
Moment. Ach nein, das ist die Schaltplatte hier. Gut, wir müssen aber dann jetzt auch weg. Die Strahlung kommt. Die Strahlung kommt nämlich dann jetzt. Dementsprechend ab zum Ausgang. Ja, hier ist auch schon gelootet worden. Sehr schade. Einzigste Hoffnung wäre noch da drüben das Militärlager. Meine Strahlung kommt jetzt gerade erst von dort oben aus, ja? Bis dort vor dem Ausgang ist es nicht mehr so weit, aber wir wissen, dass auch noch ein Gegner in die Richtung hier unterwegs war. Dürfen wir auch nicht vergessen. Nichts. Ne, ist nichts mehr, überhaupt nichts. Gut, dann lauf weiter, mein guter Freund. Lauf, 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 lauf. Hier wäre sonst nur eine Überlegung, der Weg dort hinten rechts. Kommt aber ganz drauf an, weil jetzt die Strahlung hier auch gleich da ist. Sonst würde ich das schon nochmal riskieren wollen. Ein kleines Stück hier rechts reingehen. Ich meine, bis jetzt knistert es noch nicht. Hier, wo wir jetzt sind. Das ist bisher nicht da. Ich tue es mal ganz kurz. Ich gehe ein kleines Stück hier hinten hin. Aber ich muss mich dann wirklich beeilen. Schade, dass ich nicht so einen Ausdauerboost gerade habe. Nö, ist auch überhaupt nichts mehr. Hat sich nicht gelohnt, hier nochmal hinzugehen. Ich könnte ja jetzt auch nochmal ein bisschen weitergehen, aber das ist dann zu hoch, das Risiko. Da ist dann wirklich das Risiko zu hoch. Ja, und der eine Gegner ist jetzt hier. Gut. Stellt sich nur die Frage, wo ist der? Ist der jetzt schon oben? Ich warte mal ganz kurz hier noch ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Gut, weil dann ist er jetzt auf jeden Fall schon abgehauen. Seine 10 Sekunden sind schon rumgegangen. Gut. Klar, er hätte auch noch irgendwo davor warten können, aber ich bin jetzt einfach mal ausgegangen, der ist hochgegangen. Deswegen habe ich gerade einfach mal bis 10 gezählt, um so im Groben abzuschätzen, seine Zeit, bis er weg ist. Gut, schön. Schöne Runde auch dennoch wieder. Ein bisschen enttäuscht bin ich halt schon. Wegen der Aufgabe. Hätte sie gerne noch zu Ende gemacht jetzt in der Runde. Gut, aber bringt ja nichts. Dann müssen wir halt eben noch eine dritte Runde machen. Oh no, die Karte verschwindet jetzt auch noch. Also ich habe keine Munition mehr. Ja doch, eigentlich schon.
Okay, dann war das nur gemeint wegen der einen anderen Waffe dort. So, ich nehme jetzt einfach mal wenig Kugeln mit. Dann gehen wir in die Karte Sackgrub noch mal kurz rein. Weil Dwergwald werde ich bestimmt nicht so schnell eine Karte finden. Die Karte ist nur noch eine Minute da. Meistens dauert eine Suche für eine Runde eine Minute schon. Das ist ja direkt mal ein perfekter Spawnort. Ja, wir sind direkt gespawnt beim Nägelwerk, ja. Beim Sägewerk. Dementsprechend sollte man, denke ich, hier eine gute Chance haben, direkt die Nägel zu finden. Da hinten steht einer, oder? Ja, da ist es dort lang gelaufen. Schade, da hätte ich gerade eine perfekte Chance gehabt, direkt zu feuern. Musste aber erstmal richtig gucken. Ich war mir gerade nicht sicher. Steht dort hinten einer? Steht dort nicht einer? Das sah halt ganz creepy aus irgendwie. Aber da ja, das hier hinten so. Also gut. Nägel, jawohl. Jawohl. Sehr schön. Okay, zweimal Jodtabletten. Das überrascht mich, dass direkt zwei Stücke in so einer kleinen Kiste einfach drin liegen. Gut. Aber ja, schöner Spawnort, den wir jetzt hier noch bekommen haben. Hier haben wir jetzt gerade wirklich nochmal eine gute Chance, schön viel Beute nochmal zusammen zu bekommen. Und selbst wenn wir jetzt gleich erledigt werden, die Aufgabe ist immerhin geschafft. Aus der Sicht. Oh, rechts! Oh, Hilfe! Ja, der hat mich absolut erschrocken. Überhaupt nicht gehört. Alter, wie so ein krasser MG-Dude. Naja, was heißt krass? Ja, es ist halt einfach nur ein MG-Dude. Mit einer schicken Rüstung. Aber ja, Aufgabe geschafft. Habe ich ja sogar eben erst noch gesagt. Ja, mir wäre das jetzt egal, sogar wenn ich jetzt hier erledigt werden würde in der Runde. Sondern, ja, so. Wir sind halt jetzt draufgegangen, aber ist okay. Absolut okay für mich. Aufgabe haben wir geschafft. Hatten vorher zwei lange, schöne Runden. Ist doch top. Gut, Leute. Aber natürlich hätte es mich gefreut, hätten wir jetzt gerade noch mal eine geile Runde gemacht mit viel Beute, mit dem Tresor und so dort noch. Das wäre natürlich auch sehr cool gewesen. Aber gut, Leute. Machen wir jetzt zu Schluss. Hoffe, hat euch wieder ein wenig unterhalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!